Jo Leute, willkommen im neuesten Video. Ich habe mir gedacht, heute wird es mal wieder ein Vlog, weil heute so ein paar geile Sachen auf dem Programm stehen. Aber ich mache jetzt gleich erstmal einen kleinen Spaziergang und dafür brauche ich noch eine Jacke. Die ist aber noch in meinem Auto. So jetzt aber, sonst wird es dann doch zu kalt. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal einen kleinen Spaziergang und erzähle euch ein bisschen was. Später treffe ich mich noch mit den anderen Stuttgarter Jungs, auch von GA. Patrick, Amanda und sowas. Mit dabei ist aber auch Nico. Sascha will einen Posing-Battle mit mir machen. Also InScope und Sascha Hellinger, unsympathisch TV. Weil wir einen Schlüssel haben und zwar vom Johnny M. Und wir gehen dann nachts dort trainieren, haben das ganze Gym für uns allein. Das wird bestimmt ganz geil. Werdet ihr dann natürlich auch noch in dem Video sehen. Aber auf jeden Fall wird das eine geile Sache. Erstmal vielen Dank für das Fazit, und zwar von meinem letzten Video. Das Hosenvideo Milaneo mit Kilian zusammen war schon ganz geil. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es so gut ankam. Damit ihr auch mal seht, was heute sonst noch so abgeht. Und zwar habe ich mein erstes Shooting am 5. Februar. Heute müsste der 16. oder sowas sein, 16. Januar. Dementsprechend passt das ganz gut. Schaut mal, wie tief das hier runtergeht, Leute. Zack. Dementsprechend passt das ganz gut und werde dann meine Diät weiter anziehen. Bin jetzt so mittlerweile bei 2200 Kalorien, zeige ich euch dann gleich auf meiner App, aber mein Handy ist zu Hause, weil ich richtiges Treppenlaufen hier. Eigentlich mache ich nur einen Spaziergang, weil ich heute Morgen nicht ins Gym gegangen bin, um ein bisschen Bewegung zu haben. Aber ich gehe ja später nochmal mit den anderen, deswegen ich zeige euch das später in meiner App. Bei 2200 Kalorien im Schnitt. Ich hatte mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So Leute, erstmal in den Waschkeller. Waschmaschine ist fertig. Doch top. Und da hängt die Wäsche wieder. Zack. So Leute, die Wäsche hängt. Oh, jetzt sieht man aber, dass ich im Solarium war. Video rendert auch. Und zwar kommt das ja vor diesem hier online. Jetzt geht es aber erstmal in die Küche. Und zwar habe ich Hunger. Es ist mittlerweile 3:15 und ich brauche erstmal was zu essen. Mal schauen, was mein Kühlschrank so hergibt. So, die Kitchen des Vertrauens, schauen wir mal rein, tada, nicht alles meins, die obere Reihe hier, die gehört mir, die Schokolade hier, die ist ultra, Leute, das ist auch die, die ich beim Wettkampf hatte, ich habe noch einen Salat, der ist für morgen, auch für den Cheat Day, auf jeden Fall die Schokolade ist für den Cheat Day und der Milchreis auch, das Chicken hier werde ich jetzt brauchen. Und falls ihr mal das probieren möchtet, das hier esse ich auch immer auf Knäckebrot, Brunch, Tomate, Ricotta, das gibt es auch als Peperoni, Paprika, schmeckt ultra geil. Die Soße hier, die hat Bolli mir mitgebracht, schmeckt auch mega. Aber jetzt brauche ich noch ein bisschen Gemüse. Und zwar haue ich mir das hier in die Pfanne. Der Rest hier im Kühlschrank, der gehört eigentlich mir, nicht mir, außer die Skiers hier. Da werde ich nochmal ein Video zu machen, wie richtig geil man die zubereiten kann. Dann schmecken sie noch geiler, als sie sowieso schon schmecken. Aber jetzt gibt es erstmal hier Chicken mit Hähnchen-Curry. Das Ganze muss ich noch tracken und dann schauen wir mal, was dabei so rumkommt. Das andere Essen habe ich ja schon getrackt. Aber erstmal in die Pfanne damit. So Leute, während das Ganze hier brutzelt, zeige ich euch schon mal die Werte. Und zwar hier haben wir hier zum Mittagessen jetzt 473 Kalorien. Das ist einmal das Hähnchen und davon sind 60 Gramm Protein, 35 Gramm Carbs und 8,5 Gramm Fett. Das ist einmal diese Froste Hähnchen-Curry-Mischung und einmal das Hähnchenbrustfilet. Mein Abendessen habe ich schon eingetragen. Ob ich das jetzt esse, weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall ist hier noch mein Frühstück. Das hier war mein Frühstück. 6
Knäckebrote, und zwar mit dieser Brunch Paprika, Hähnchenbrustaufschnitt und Erdnussbutter. Und bisher wäre ich dann mit dem Abendessen getrackten Essen bei, ja, 1600 Kalorien, 210 Gramm Protein, 88 Gramm Kohlenhydrate und 40 Gramm Fett. Ob ich das jetzt essen werde, mein Abendessen, meine Protein-Pancakes mit dem Skier, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal eben abchecken. Fokus läuft. Ich habe jetzt hier gerade meine Cereals noch gefunden. Leute, für morgen, für meinen Cheat Day. Ultra geil, Knuspermüsli. Das sind nicht die normalen Lion Cereals, die ihr kennt, sondern das ist mehr Knusper. Warte. Die gehen richtig ab. Und die wird es dann morgen bei mir zum Frühstück geben, bevor ich ins Gym fahre. Ich warte hier, dass mein Essen fertig wird, denn ich habe schon Hunger. Und danach versuche ich mal das Video hochzuladen. Ich habe hier halt auch Upload-Schwierigkeiten im Internet. Ja, aber am meisten freue ich mich einfach auf den Cheat Day morgen. So Leute, die eine Hälfte gibt es jetzt. Die andere vielleicht später, vielleicht morgen. Mal schauen. Ich habe ja nur die Hälfte getrackt. Getrackt, wie der Trecker. Guten Appetit. So Leute, kleiner Snack. 70 Gramm Haferflocken. Mit heißem Wasser aufgegossen. Kurz ziehen lassen. Und danach kommt ein nicht ganz voller Löffel Royal Flavor dort rein. Royal Flavor Vanille und Whey. Ultra nice. So Leute, es ist mittlerweile schon 7:15. Es hat nicht geklappt, das Video hochzuladen. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich wieder bei der Arbeit am Montag hochladen. Das heißt, am Montag kommt das erste Video und das hier dann dementsprechend am Mittwoch. Falls ich es morgen am Sonntag doch nicht noch irgendwie hochladen kann. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal ein bisschen Prep fürs Training. Die Tasche ist soweit gepackt. Alle kommen ja im GA-Outfit. Aber ich mache mir noch was Pre-Workout-mäßiges. Ihr wisst ja, ich bin ja sonst kein Fan von Boostern, aber ich gebe mir jetzt das Basic 2. Das besteht nur aus Koffein und L-Tyrosin als Bestandteil, als Booster-Bestandteil. Also kein Arginin, kein Beta-Alanin. Leute, ich hasse Beta-Alanin. Ich mag dieses Kribbeln gar nicht. Es gibt ja viele, die stehen darauf. Ich stehe da gar nicht drauf. Aber diese Mischung von Koffein und L-Tyrosin ist schon ganz geil, das ballert schon ordentlich. Vor allem gibt es einem diesen Fokus und diesen Willen, etwas zu tun. Ich habe mir das auch immer in den Prüfungen gegeben oder mal bei der Arbeit, wenn es ein bisschen später wird, dann kann man sich sehr gut dieses Basic 2 geben, anstatt irgendwie einen Booster mit Beta-Alanin, an dem man immer nur so ein bisschen sippt, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber es gibt echt viele Leute, die stehen auf das Kribbeln, ich überhaupt nicht. Dementsprechend, weil es später ja noch einen Kaffee gibt, gebe ich mir jetzt hier so einen halben Scoop davon. Dann gibt es für mich noch L-Citrullin. Das ist ein richtig gutes Pump-Supplement, solltet ihr mal abchecken, für alle, die das nicht kennen. Ich habe jetzt hier gerade keinen Scoop drin, weil ich den in eine andere Dose gepackt habe. Aber hier sind so kleine Stückchen noch teils mit drin. Da werfe ich die einfach rein. Mit der Dosis sind es, glaube ich, hier steht 6 Gramm. Ja, 6 Gramm. Ich habe meistens immer so um die 10 Gramm, 8 bis 10 Gramm. Das ist etwas, was ich wohl überdosieren kann. Da habe ich keine Probleme mit. Anders als bei L-Arginin, meine Erfahrungen sind, dass wenn ich das überdosiere, dass ich Bauchschmerzen bekomme, und jetzt hier bei L-Citrullin habe ich das nicht. Dann habe ich mir das hier noch besorgt, und zwar ist das Agmatin, ewig nicht gesehen in den Supplement Store, Mixed Body Shop hat das jetzt drin. Es gab mal Agmatin von Tested Nutrition in Kapseln. Das ist so ähnlich wie Arginin, aber ich finde es noch geiler für einen Pump. Und dementsprechend gebe ich mir das dazu. Das kommt da jetzt auch noch mit rein. Ich habe zwar noch AKGs am Start, aber wenn ich dieses Agmatin habe, dann nehme ich das lieber als die AKGs und mische mir mein Pre-Workout selber zusammen, weil das Zeug ist schon richtig geil. Also beim letzten Mal, als ich das genommen habe, habe ich Arme trainiert. Meine Arme sind fast auseinandergefallen. Ihr werdet natürlich dann später sehen, wie der Pump so bei mir sein wird. Ich gebe mir hier auch 2 Scoops anstatt ein. Ein Scoop ist die normale Dosis.
Aber ihr könnt das ja mal abchecken bei Mixed Body Shop auf der Seite. Aber jetzt geht's gleich erstmal zu Chris. Und dann gehen wir zum Starbucks. So Leute, ich bin mal aufs Handy umgeschwenkt. Ich habe jetzt hier Chris mit am Start. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Starbucks in der City. Ist doch ganz schön kalt. Wir laufen auch ein gutes Stück dorthin, ne? 10 Minuten, sind gleich da. Aber die City hier in Stuttgart ist eigentlich ganz schön, hier so die Königstraße. Und da sind wir auch schon. Starbucks. Mal gucken, was die für uns haben. Den kleinen Kuchen für den Pump vorher. Die haben offen. Die müssen offen haben. Schokolade. Schokolade. Da ist es schon. Da müssen wir gleich mal genauer drauf gucken, oder? Gib mir gleich mal eine Minute. Tja Leute, ich weiß nicht, was hier heute los ist. Trauerspiel. Ist ein richtiges Trauerspiel. Anscheinend bekomme ich nicht meinen Raspberry Cheesecake, den ich haben wollte. Der ist nicht mehr da. Aber vielleicht gibt es hier einen Triple Chocolate Muffin oder sowas für mich. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, was ich haben möchte. Weißt du schon? Ne? Vielleicht so ein Brownie? Der da? Kann man nichts falsch machen, so. So Leute, Kaffee am Start. Und dieses Mal haben sie meinen Namen nicht falsch geschrieben, weil es keinen Namen gibt. Ah. Es gibt schon was Leckeres, und zwar Karamell Pecan Brownie. Ich habe gesagt, die sollen mir den warm machen. Er hat sich einen Chocolate Cookie gegönnt. Und ich denke mal, weil ich weiß, wie er schmeckt, dass er mir jetzt gleich wieder schmecken wird. Und danach geht es ins Training. Also dranbleiben. So Leute, wir sind angekommen und ich bin mal direkt wieder von der Handycam umgestiegen auf meine richtige Cam. Die Boys sind alle am Start. Also wie das ausschaut, ist glaube ich noch nicht jeder da, oder? Puh. Eine Runde Schach spielen oder was ist hier los? Übel. Richtig, Mann. So, jetzt haben die riesigen Kanten es auch endlich mal geschafft, ins Gym zu kommen. Angeführt von unserem Mitstreiter. Der hier. Ja, ich habe gehört, heute trainiere ich hier ein bisschen und ich gehe aufs Laufband. Ich gebe dir gleich eine Kopfnuss. Das machst du eh nicht. Aber erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen, ey. Ich habe schon gearbeitet. 60 Kilo? Ja. 60 Kilo. 2 Wiederholungen. Ja? Könnte ich theoretisch machen. Nicht schlecht, ne? 120 Kilo. Das ist beim Aufwärmen tatsächlich.
bist der Einzige, der nicht anfängt zu trainieren, wenn ich komme und filme. Ja, deswegen ist, ich warte hier auf meinen Kaffee. Gerade einen Kaffee bestellt hier. Warte hier, ne? Ich kann das Ganze leider nicht oben ohne machen, weil ich meine Form für die FIBO nicht verraten will. Ja, das stimmt. Ladies and Gentlemen! Das Ding ist, bei der ersten Pause, da hau ich mal den Trizeps raus. Die erste Pause, Jungs! Den Let's Spread, bitte! Wie viele Punkte für Eike? 1,8 von 10. Schließ mich dem an. Sascha? Ich bin zwischen 8 und 9 bin ich gerade bei Sascha. Na, schon 9,2 würde ich sagen. Die nächste Pose, Side Chest bitte. Bei Eike muss man auch erwähnen, der kommt gerade aus dem Urlaub. Ja. Hat auch leicht Sonnenbrand. Aus Solarien. Solarien, sehr schöne Inseln dort, oder? Wir sind die Frauen dort. Ich muss sagen, für 2 Monate Training ist Eike echt gut dabei, aber. Dankeschön. Heftiges Posing, Jungs. Du warst ein fairer Gegner. Ich glaube, über das Ergebnis brauchen wir hier nicht streiten, aber. Deswegen gehen wir heute Abend noch saufen.